Genau wie im normalen Sport gibt es auch in der Welt des E-Sports viele Cheater. Und mit dem Aufkommen von Online-Gaming-Turnieren und Streaming-Plattformen wie Twitch nutzen einige Spieler diese Cheats aus, um einen schnellen Sieg zu erringen. Aber ein falscher Klick genügt, um sie zu entlarven und ihr kleines Spielimperium in die Knie zu zwingen. Werfen wir also einen Blick auf einige Hacker, Lügner und schwachsinnige Cheater, die vor der Kamera erwischt wurden, als sie versuchten, das System auszuspielen. Miss Q Gemini. Nun ist das Cheaten in Videospielen kein Verbrechen, aber die Art und Weise, wie die Streamerin Miss Q Gemini versucht hat, ihren eklatanten Betrug zu vertuschen, schon. Die junge, ehrgeizige Gamerin streamt regelmäßig Counter-Strike Global Offense, also CSGO, ein Online-Multiplayer-Ego-Shooter. 2017 begann sie ihren Stream mit einer großen Schimpftirade darüber, dass sie zu Unrecht des Cheatens beschuldigt worden war. You know what's really sad? That sometimes, you know, because I'm female in Counter-Strike, people are like, you're cheating! So kann man es den lästigen Trollen zeigen. Aber dann, während der Aufwärmphase des Spiels, schien sie zu vergessen, dass die ganze Welt ihren Bildschirm sehen konnte, und sie rief ein Cheat-Software-Menü auf. Nachdem sie auf die Schaltfläche Codierung Laden gedrückt hatte, erschienen plötzlich alle Ränge und Orte ihrer Konkurrenten durch die Wände. Diejenigen unter euch, die kein CSGO spielen, kann ich euch sagen, dass das nicht normal ist. Es handelt sich um einen Wallhack, der es dem Spieler ermöglicht, ihre Gegner durch feste Objekte in der Spielarena zu orten. Hacks wie dieser sind eine raffinierte Methode, um in Multiplayer-Shootern die Oberhand zu gewinnen. Und die Zuschauer von Miss Q Gemini haben das schnell erkannt. Aber da sie nicht wusste, dass sie erwischt worden war, spielte sie weiter und, was noch schlimmer war, sie verlor. An diesem Punkt wurde ihr endlich klar, was sie getan hatte, wie du an ihrem Gesichtsausdruck sehen kannst. Nachdem sie auf frischer Tat ertappt wurde, sollte man meinen, dass das der richtige Zeitpunkt wäre, um zu gestehen, oder? Dann hör dir mal die peinlichen Ausreden an, die ihr aus dem Mund kommen. You guys, do you guys ever get that weird glitch in CSGO, where it shows your rank, it shows everyone's rank? Clara, give me one second. Clara, let me just message this girl. Give me one second. She promised me she didn't use it on my PC. I'm fucking done. This is what happens when you let people use your PC. Can't trust them. Alright, that's nice to know. Ja, es war definitiv nicht Clara, die wir beobachtet haben, wie sie den Cheatcode am Anfang des Spiels geladen hat. Danach gab Miss Q Gemini das Spiel schuldbewusst auf und ihr CSGO-Account wurde schließlich mit der Anti-Cheat-Sperre belegt. Aber nach massiven Reaktionen der Streaming-Community verschwand auch ihr Twitch-Account bald darauf, zusammen mit jeder Chance, die sie jemals hatte, als Pro-Gamerin durchzustarten. Forsaken. Wenn es um das Cheaten in CSGO geht, ist wohl kein Spieler jemals mehr gedemütigt worden als Nihil Forsaken Kumawat. Während des Extremes LAN Zombie Asia Turniers 2018 trat Forsaken als Teil des Profi-E-Sport-Teams Optic India an. Sie nahmen an dem hochrangigen CSGO-Turnier teil, bei dem es ein Preisgeld von $100.000 zu gewinnen gab. Doch während Forsaken spielte, meldete ihn jemand wegen verdächtiger Aktivitäten und ein Admin wurde hinzugezogen. Zunächst verweigerte Forsaken dem Admin dreist den Zugang, aber nachdem sie sich durchsetzten, untersuchten sie die Einstellungen und entdeckten ein verdächtiges Programm, das im Hintergrund lief. Als sie darauf aufmerksam gemacht wurden, schlug Forsaken die Hände weg und versuchte es vor ihren Augen zu löschen. Die Administratoren waren fassungslos und disqualifizierten Forsaken auf der Stelle und das gesamte Team von Optic India wurde von der Veranstaltung ausgeschlossen. Als sie schließlich einen Blick auf Forsakens PC warfen, entdeckten sie die illegalen Aimbots, die er verzweifelt zu löschen versuchte. Das sind Hacks, die den Spielern die Zielerfassung erleichtern und die in CSGO ausdrücklich verboten sind. Was aber noch schlimmer war, dass er mehrfach darauf zugegriffen hatte, was bedeutet, dass er in vielen verschiedenen Matches betrogen hatte, um das Preisgeld zu bekommen. Jeder war entsetzt über dieses Verhalten und die Esports Integrity Coalition belegte ihn mit einer 5-jährigen Sperre. Er wurde aus seinem Team geworfen, aber in der überwältigend peinlichen Folge wurde Optic India ganz aufgelöst. Auch wenn du so schlecht zielen kannst wie Forsaken, brauchst du keinen Aimbot, um die Gefällt mir und Abonnieren-Buttons unten zu drücken. Komm schon, beweis, dass du besser bist als jeder dieser Cheater. Also, wo waren wir? Thabo Bettencourt. Hast du schon mal von Speedrunning gehört?
Dabei zeichnen sie Spieler auf, wie sie Level oder ganze Spiele so schnell wie möglich durchspielen. Und manche dieser Zeiten sind so schnell, dass sie nur durch den Bruchteil einer Sekunde eines Knopfdrucks getrennt sind. Es ist nicht der bekannteste Spielstil, aber weil die Community aus leidenschaftlichen Spielern wie mir besteht, ist Speedrunning eine ernsthafte Angelegenheit. Aus diesem Grund geriet der YouTuber Tavo Bettencourt unter heftigen Beschuss, als der mexikanische Kanal Badabun 2017 seinen wahnsinnig schnellen Super Mario Bros. Speedrun hochlud. Er segelte mühelos durch das gesamte Spiel und beendete es in respektablen 5 Minuten und 12 Sekunden. Dieser Run brachte ihm zwar jede Menge Online-Views ein, aber die Speedrunning-Community entdeckte einige ernsthafte Probleme. Obwohl der Versuch nur 5 Minuten dauerte, nahm sich Tavo die Zeit, während des Spiels Cola zu trinken und Pizza zu essen. Wenn er die Sache ernst nehmen würde, hätte er doch sicher 5 Minuten mit dem Essen warten können, oder? Zweitens stimmten die Zähler im Spiel verdächtigerweise nicht mit dem überein, was in den Aufnahmen zu sehen ist. Wie hier, wo Tavo 11 Münzen sammelt, aber der Zähler auf 12 erhöht wird. Es ist klar, dass Tavo das Speedrun-Material von jemandem gestohlen und es mit einem anderen Zähler kombiniert hatte, damit es nicht zu offensichtlich war, dass er es gestohlen hatte. Aber dieser kleine Fehler ist den echten Speedrunnern nicht entgangen. Sie spürten das Originalmaterial auf und fanden heraus, dass es dreist vom Weltrekord-Speedrunner Darbien gestohlen worden war. Und als die Community das herausfand, wurde Tavo online gekreuzigt. Später gab er zu, was er getan hatte und entschuldigte sich mit der Begründung, dass es nur ein soziales Experiment gewesen sei. Abgesehen von den lahmen Ausreden ist es ziemlich klar, dass er es nur getan hat, um Einfluss zu gewinnen. Denn trotz der Entschuldigung ist sein Run immer noch auf Badabuns Kanal zu sehen. Ich denke aber, dass Tavo mehr tun muss, als Videos zu schneiden, um seinen ruinierten Ruf wieder loszuwerden. Superfast Jellyfish. Die unglaublich präzisen Knopfdrücke und das Muskelgedächtnis, die für das Speedrunning erforderlich sind, sind wahnsinnig schwer zu meistern. Deshalb ist Speedrunning mit verbundenen Augen sogar noch verblüffender. Nur mit der Hilfe von akustischen Hinweisen und ihrem Gedächtnis schaffen die Spieler diese Spiele so schnell wie möglich, ohne auch nur einmal auf den Bildschirm zu schauen. Wenn man bedenkt, dass die meisten Menschen nicht einmal mit verbundenen Augen durch das Startmenü kommen, ist das ein Spiel auf höchstem Niveau. Als der unbekannte Gamer Superfast Jellyfish seinen Speedrun von Super Mario 64 mit verbundenen Augen in nur 42 Minuten veröffentlichte, war die Speedrunning-Gemeinde fassungslos, aber nicht auf die gute Art. Zunächst einmal gibt es nur 3 zertifizierte Streamer mit verbundenen Augen, die ihre Zeiten in dieser Kategorie eingereicht haben, die zwischen 24 Minuten und 1 Stunde 58 liegen. Damit wäre Superfast Jellyfish auf dem 3. Platz gelandet, obwohl er behauptet hat, dass er bisher nur 3 Speedruns mit verbundenen Augen gemacht hat. Aber im Vergleich zur Konkurrenz war seine Spielweise verdächtig. Er liest die Audiowarnungen an, die sehr ablenkend sind und das Timing eines echten Speedrunners mit verbundenen Augen durcheinander bringen können. Let's go! Thank you for the follow. I fell off. I can tell I fell off. This is your second blindfolded run, isn't it? Technically this is my third. Davon unbeeindruckt, sprach er dann ununterbrochen über Abschnitte, von denen echte Speedrunner mit verbundenen Augen wissen, dass sie genau auf die Details achten müssen. Did I check for saves? No, because I don't save the game. Die Speedrunning-Gemeinde war alarmiert und rügte Superfast Jellyfish, weil er mit einer Augenbinde, durch die er sehen konnte, betrogen hatte. Superfast Jellyfish wurde offensichtlich ertappt und hat schließlich reinen Tisch gemacht. Irgendwie. What you may not know is that that speedrun was purposely fake. It was purposely fake. Anstatt sich zu entschuldigen, versuchte er sein Gesicht zu wahren, indem er behauptete, er habe den Speedrun absichtlich gefälscht. Und das hat er erst zugegeben, als er enttarnt wurde? Ja, das ist Betrug, Kumpel. Mehr Glück beim nächsten Mal. Otenil. Spieleentwickler streamen oft Spiele, an denen sie arbeiten, um mit der Community zu interagieren. Aber diese Entwickler haben oft besondere Fähigkeiten, die andere Spieler nicht haben. Das kann wie Cheats aussehen, wie der Streamer Otenil 2017 peinlicherweise feststellen musste. Der technische Leiter des Battle Royale Spiels H1Z1 beschloss das Spiel, das er mit seinen Freunden spielte, auf Twitch zu streamen. Doch als er sich durch eine gegnerische Gruppe von Spielern kämpfte, schockierten ihn deren Reaktionen. Cheating? A dev cheating. Wait, you not see him? You can't see me?
Oh my god, am I hidden? Uff, so zu schummeln ist kein gutes Zeichen für einen Entwickler. Allerdings scheint er wirklich vergessen zu haben, seine spezielle Kurve der Unsichtbarkeit auszuschalten. Entweder das, oder er wollte den 12-Jährigen zeigen, wer der Boss ist. Azubu Frost. Mit über 100 Millionen monatlichen Spielern ist League of Legends eines der größten Online-Multiplayer-Spiele der Welt. Für diejenigen, die es nicht kennen, es geht darum, dass zwei Teams gegeneinander antreten, um ihre Hälfte einer Karte zu besetzen und zu verteidigen. Dazu müssen die Spieler strategisch angreifen oder sich vor dem anderen Team verstecken. Aber das professionelle E-Sport-Team Azubu Frost hat 2012 einen erfinderischen Weg gefunden, das zu umgehen. Während der Season 2 World Championships trat Azubu Frost gegen das Team Solo mit an. Von Anfang an wurde das Spiel von technischen Problemen geplagt, die zu zahlreichen Pausen führten. Doch während dieser Pausen schauten die Mitglieder von Team Azubu Frost heimlich auf die Minimap, die auf der riesigen Stadionleinwand hinter ihnen übertragen wurde. So konnten sie genau sehen, wohin das andere Team unterwegs war und was es vorhatte. Vor allem Teamkapitän Wong schaute immer wieder auf den Bildschirm, bevor er sein Spiel rücksichtslos änderte. Azubu Frost gewann die Runde, aber eine Untersuchung von Riot Games, dem Entwickler von League of Legends, ergab später, dass Wong sich durch den Blick auf die Bildschirme eindeutig einen unfairen Vorteil verschafft hat. Außerdem teilte er die Information mit seinem Team, was sie zum sicheren Sieg führte. Für dieses unsportliche Verhalten wurde Azubu Frost mit einer Geldstrafe in Höhe von 20% der Turniergewinne belegt, was sie insgesamt $30.000 kostete. Autsch, direkt in die Brieftasche. Mr. Golds. Manche Streamer spielen Spiele auf eine Art und Weise, die das Publikum wirklich spaltet, wie zum Beispiel Mr. Golds. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere hatten seine Streams einen respektablen Durchschnitt von 2000 Live-Zuschauern und er prahlte regelmäßig damit, wie gut er in Call of Duty Warzone war. Doch während eines Streams im August 2020 bemerkte einer seiner Zuschauer etwas Seltsames auf dem Bildschirm. Kannst du sehen, worauf sein Cursor zeigt? Have you ever seen anyone playing like me? Like, seriously? Ja, während Mr. Goals schamlos damit prahlte, wie gut er ist und dass er nicht zu schummeln braucht, lief im Hintergrund die Schummelsoftware Engine Owning. Das ist eine App, die freimütig zugibt, dass sie Cheat-Software für viele Spiele verkauft, darunter auch Call of Duty. Wie zum Beispiel den Hack auf Feinde zielen, den Mr. Goals offensichtlich im Hintergrund aktiviert hatte. Ladies and gentlemen, we got him. Nachdem er zu Recht entlarvt wurde, wurde der Kanal von Mr. Goals vorübergehend gesperrt, da die Richtlinien von Twitch das Streamen von Cheats in Online-Spielen verbieten. Obwohl sein Kanal wieder online ist, hat dieser Cheater nicht genug Würde wiedererlangt, um sich auf der Plattform zu zeigen. Face Jarvis. So ziemlich jeder Fan des Battle Royale-Spiels Fortnite kennt den Namen Face Jarvis, aber nicht unbedingt auf eine gute Art. Der britische YouTuber und Gamer wurde berühmt, als er 2019 der mega populären E-Sport-Gruppe The Face Clan beitrat. Seit 2018 lud er sein Fortnite-Gameplay auf YouTube hoch und viele der Videos wurden millionenfach geklickt. Sein Kanal bestand fast ausschließlich aus Fortnite-Gameplay, aber dann traf er 2019 eine unfassbar dumme Entscheidung. Er lud ein Video hoch, in dem er ganz offen behauptete, einen Aimbot zu nutzen. Because I've got the hack open and stuff, it's making my Streamlabs like lag, so I can't do that. You won't be able to see on the recording that I've got the mod, but just so you guys know I do, this is what happens. Look, aimbot, FOV, aimbot, FOV, like, I don't know what half this stuff means, but it's actually about to be lit. We're about to pop off. See you. Mate, how's it not hitting anyone? What? I got aimbot. Look at this. Während er mit dem umstrittenen Video viel Geld auf YouTube verdiente, sahen die Entwickler von Fortnite, Epic Games, das Ganze nicht so lustig. Sie haben eine Null-Toleranz-Politik gegenüber jeder Art von Betrug, ganz zu schweigen davon, vor Millionen von Menschen im Internet damit zu prahlen. Ohne mit der Wimper zu zucken, ließ Epic Games den Hammer fallen und sperrte Jarvis Konto sofort. Aber nicht nur für einen Monat oder sogar zwei, sondern lebenslang. Und das bedeutete nicht nur, dass er aus der Community verbannt wurde, sondern auch, dass er an allen zukünftigen Fortnite-Spiele-Events nicht mehr teilnehmen durfte. Was für eine umwerfende Selbstherrlichkeit. In echter YouTube-Manier veröffentlichte Jarvis ein tränenreiches Entschuldigungsvideo, in dem er seine Verstöße zugab und Epic Games' Entscheidung akzeptierte. I'm truly, like, so sorry. Epic, I know I have to take accountability for my actions, and you know, I'm gonna do my best to accept any punishment that, like, comes my way, whatever happens. I'm not trying to find, like, a quick road out,
But like being banned forever is just like thinking about a lifetime ban is just, it's, oh, I just didn't, I didn't expect this would happen. Trotz all der Tränen ist sein Konto immer noch gesperrt. Nun, es ist ziemlich klar, dass Epic Games in Sachen Cheating keine halben Sachen macht. Zacubus. In Großbritannien gibt es einen Gamer, der nicht nur für seine eleganten Fähigkeiten, sondern auch für seinen eleganten Stil bekannt ist. David Zacubus Treacy ist ein krawattentragender, hemdsärmeliger Twitch-Streamer, der seit mehr als 17 Jahren professionell spielt. Aber selbst all die Erfahrung und der Stil hat ihn nicht davon abgehalten, auf der DreamHack Gaming Convention 2018 zu betrügen. Er wurde beim Teaming in Fortnite erwischt, bei dem ein Spieler mit gegnerischen Spielern spricht und mit ihnen zusammenarbeitet, anstatt sie im Spiel auszuschalten. Obwohl das so ziemlich jeder Fortnite-Spieler macht, war es nicht Zacubus' beste Idee, es von der DreamHack aus zu streamen. Oh! What? Wenn du auf einer hochkarätigen Veranstaltung vor Tausenden von Menschen streamst, solltest du dich besser an die Regeln halten. Egal, wie elegant du aussiehst. Johnny K. In Fortnite kann eigentlich jeder schummeln, aber beim Fortnite World Cup muss man schon sehr mutig sein, um zu schummeln. Wenn man bedenkt, dass der Preispool rund 100 Millionen Dollar beträgt, ist es kein Wunder, dass die Leute versucht sind, zu illegalen Mitteln zu greifen, um zu gewinnen. Aber für den Profispieler Jonathan Johnny K. Cosmala vom Team Caliber hat die überwältigende Versuchung zu betrügen die Oberhand gewonnen. Im Jahr 2019 wurde er online bloßgestellt, nachdem seine Discord-Nachrichten mit einem bekannten Cheat-Verkäufer öffentlich wurden. Du kannst sehen, dass Johnny K. hier als Big Boy bezeichnet versuchte, einen ESP-Cheat zu kaufen. Das ist ein Hack, der es einem Spieler ermöglicht, die Standorte aller Gegner zu sehen, selbst wenn Mauern oder Gelände im Weg sind. Nachdem er ihn heruntergeladen hatte, telefonierte Johnny K. mit dem Verkäufer, der ihn durch den Installationsprozess führte. Doch zu Johnny K.'s Pech hat der Verkäufer das gesamte Gespräch aufgezeichnet. What did it download to? Oh, it didn't even... This one? Yeah, that one. That, yeah, that's still what you're gonna need. Zunächst schien alles reibungslos zu laufen. Er lockte sich mit der Cheat-Software in sein offizielles Konto ein, das Spiel wurde ohne Probleme geladen, doch plötzlich wurde sein Konto von der Anti-Cheat-Software von Fortnite markiert und er wurde sofort wegen Cheatens aus dem Spiel geworfen. Und um noch mehr Salz in die Wunde zu streuen, veröffentlichte der Verkäufer den gesamten Anruf, sodass die ganze Welt ihn hören konnte. Nachdem er so gründlich entlarvt worden war, verschwendete das Team Caliber keine Zeit damit, den Cheater aus dem Team zu werfen und alle Verbindungen zu ihm zu kappen. So schlimm es auch aussieht, ich glaube nicht, dass Johnny K.'s Sturz und Ungnade allzu sehr schmerzt. Immerhin hatte er noch seinen ziemlich großen Mumm. Marky Locuras. Auch wenn Fortnite eines der größten Videospiele der Welt ist, leidet es immer noch unter einer ganzen Reihe von Bugs. Während das Ausnutzen dieser Bugs im Allgemeinen verpönt ist, ist es offensichtlich ein dummer Move, sie in speziellen Matches oder Turnieren zu missbrauchen, aber nicht offensichtlich genug für den Profi-Fortnite-Spieler Marky Locuras. Während des Fortnite-Royal-Turniers der ESL Katowice 2019, bei dem es um ein Preisgeld von 500.000 Dollar ging, wurde der Profispieler von Team Heretic auf 0 Trefferpunkte reduziert, aber dank eines Bugs wurde er nicht eliminiert und konnte weiterspielen. Nun hätte er diesen Fehler eigentlich flaggen müssen. Stattdessen nutzte er den Fehler aus und wartete, von seinen Mitspielern wiederbelebt zu werden. Aber als sein Teamkollege ihn fragte, was passiert war, tat er das. Revo. Es ist also klar, dass er wusste, dass er etwas Falsches getan hatte, aber er versuchte nicht entdeckt zu werden. Schließlich bemerkten die Admins, was er getan hatte und forderten ihn aufzugehen. Aber Marky weigerte sich. But you, but give me a reason. I need a reason. Nachdem er so lange wie möglich gezögert hatte, wurde er doch überzeugt, seinen PC zu verlassen und wurde aus dem Turnier disqualifiziert. Doch dieser Vorfall löste online eine riesige Debatte aus. Technisch gesehen handelte es sich um einen Glitch. Es war also nicht so, als hätte Marky den Betrug absichtlich eingefädelt. Aber als Profispieler hätte er es besser wissen müssen, als zu versuchen, ihn auszunutzen. Letztendlich wurde er nicht bestraft, sondern nur disqualifiziert. Auch wenn du kein Fortnite spielst, findest du das Urteil gerecht? Lass es mich in den Kommentaren wissen.
Shroud. Wie Fortnite ist auch PUBG ein Battle Royale-Spiel, das ein großes Problem mit Cheatern hat. Seit der Veröffentlichung 2017 drehen sich die meisten Cheats in diesem Spiel darum, die Genauigkeit oder Geschwindigkeit der Spieler zu verbessern. Aber es gibt einen Cheat, der so wahnsinnig dumm ist, dass sogar der berühmte Streamer Michael Shroud Grzegorzek nicht widerstehen konnte, sich darauf einzulassen. Mit mehr als 9 Millionen Followern auf Twitch hat dieser professionelle Streamer Zehntausende von Zuschauern pro Stream. Und es gab so viele Zeugen, als er sich 2018 an den Scherzen dieser Gruppe von Hackern beteiligte. What the hell? Genau wie in der echten Welt sollten Autos in PUBG nicht fliegen, aber Shroud konnte dem Angebot einer kostenlosen Fahrt nicht widerstehen. Shit, can you take me to the zone real quick? Yeah. I actually sell these cheats for a living. Wait, don't. Leider ist Shroud danach in eine Sackgasse geraten. Wie Fortnite hat auch PUBG eine sehr strenge Cheating-Politik, die es wahllos durchsetzt, und Shrouds Account wurde für einen ganzen Monat gesperrt. Später entschuldigte er sich und gab zu, dass er wusste, was er tat, aber dass er nur ein bisschen Spaß haben wollte. Ich meine, es ist schwer, ihm das vorzuwerfen. Wenn dir jemand anbietet, in einem fliegenden Auto mitzufahren, kannst du das ja wohl kaum ablehnen, oder? Chock. Die NBA 2K21 Community ist eine extrem wettbewerbsorientierte Gruppe, die jede Andeutung von Betrug sehr ernst nimmt, wie Profispieler und YouTuber Chock im Jahr 2020 feststellen musste. Dies geschah, als ein Rivale Jack seine Spielweise kritisierte und ihn online beschimpfte, weil er einen modifizierten Controller benutzte. What? I'm not defending him, but he doesn't. The Zen start in the center. It doesn't matter. You can do it without it, bro. Let's watch. Do a shoot a fade. Wenn du nicht NBA 2K21 gespielt hast, so wie ich, ist diese Erklärung vielleicht über deinen Kopf hinweggegangen. Ich erkläre es dir. Du denkst vielleicht, dass ein modifizierter Controller mit Hebeln und Knöpfen ausgestattet ist, mit denen man mehr Knöpfe schneller und leichter treffen kann, aber das ist nicht immer so offensichtlich. Auf Controllern wie dem Chronos Zen kann zum Beispiel Software wie ein Aimbot laufen, was das Treffen von Körben im Spiel viel einfacher macht. Und das ist etwas, das Jack Chock aggressiv vorgeworfen hat. Why does his bar not move in this game? His bar does not move. Hold on. Let's look at this. Why does his bar not move? Aber Chock hat das nicht einfach so hingenommen. Er hat ein Video hochgeladen, in dem er jeden einzelnen Knopfdruck auf dem Controller zeigt, um zu beweisen, dass er nicht geschummelt hat. Nothing changed. You guys have seen my controller the entire time. And I'm playing uncomfortable because I gotta have my hands so high. Nothing changes, bro. Literally nothing changes. I'm shooting with X and I'm still greening. What's the next one? Green. You see it, bro. Nothing's changing. You see it. Doch die Spielergemeinschaft war bereits im Hexenjagdmodus. Trotz seinen Beweisen überschwemmten immer mehr Anschuldigungen seinen Chat. Schließlich wurde der Druck zu groß und Schock brach live in einem seiner Streams zusammen. See it. And you don't see that these dudes sit in group chat and comment on me every time. Obwohl wir nicht wissen, ob Chock einen modifizierten Controller wirklich benutzt hat oder nicht, scheint die NBA 2K21 Community immer noch ziemlich gespalten zu sein. Also, was denkst du? Hat Chock geschummelt oder wird er einfach nur verarscht, weil er so gut im Spiel ist? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Hosty. Hearthstone ist ein unglaublich beliebtes digitales Kartenspiel mit fast 24 Millionen aktiven Spielern auf der ganzen Welt. Und anders als bei einem normalen Kartenspiel kannst du nicht schummeln, indem du deinem Gegner über die Schulter schaust. Aber im Jahr 2015, während des Hearthstone Pinnacle 2 Turniers, fand der Profispieler Raphael Hosty Zantili einen Weg, um dies zu umgehen. Als Mitglied des professionellen E-Sport-Teams Archon war Hosty einer von nur 6 Spielern, die zum Turnier eingeladen wurden, bei dem es ein Preisgeld von $5,000 gab. Sein Match gegen Adrian Life Coach Koi vom Team Nihilum wurde per Livestream für die ganze Welt übertragen, aber während des Matches bemerkten die Zuschauer plötzlich etwas Seltsames in Hosties Hintergrund. That's a bit surprising to me. That's surprising to me too. Peinlicherweise spiegelte sich Hosties Aufstellung in dem Bilderrahmen hinter ihm und zeigte, dass er auf 2 verschiedene Monitore schaute. Auf einem davon lief der Livestream des Turniers, sodass Hosty die Hand von Livecoach sehen konnte. Das ist sowas wie Stream Sniping und eine digitale Version des Ausspähens der Karten des Gegners.
Die Anschuldigungen überschwemmten sofort das Internet und innerhalb weniger Stunden ließ Team Acorn Hosty wie eine heiße, betrügerische Kartoffel aus seiner Aufstellung fallen. Hosty gab später zu, dass er den Stream auf dem zweiten Monitor laufen ließ, argumentierte aber, dass er sich dadurch keinen Vorteil verschafft habe, weil der Stream mit einer 10-minütigen Verzögerung lief. Wenn man bedenkt, dass er verloren hat, passt das irgendwie. Aber wenn Hosty wirklich versucht hat zu betrügen, war das ein sehr schlechter Versuch. XQC. Felix XQC Langiel ist einer der beliebtesten Streamer auf Twitch und hat über 8 Millionen Follower. Da er mehrmals pro Woche streamt, manchmal sogar länger als 24 Stunden, ist es nicht verwunderlich, dass er oft seltsame und lustige Dinge festhält. Aber im Dezember 2020 musste er einiges erklären, als ihm dieser Ausrutscher live im Stream passierte. What the f- was that? Hast du das gesehen? Wenn ich die fünfte Datei von links vergrößere, kannst du sie jetzt sehen? Das, meine Freunde, ist eine große Datei mit der Aufschrift Cheats. Zugegeben, sie ist leer, aber warum sollte er sie überhaupt haben? Und wenn man bedenkt, wie sehr er in Panik geriet, als sich das Fenster öffnete, wirkte er nicht gerade unschuldig. Aber er hatte eine Erklärung parat. And your randomizer, there's something called Cheats. And those cheats are like to make the game different. Like, if you're doing a certain run, you have to use a cheat folder. Er brauchte ihn also, um den Schwierigkeitsgrad seiner Pokémon-Spiele zu ändern. So legitim das klingen mag, die Verwendung von Cheats und Hacks in Spielen verstößt gegen die Community-Richtlinien von Twitch. Trotz dieses eindeutigen Beweises hat Twitch nichts unternommen, obwohl er weniger als einen Monat zuvor beim Cheaten erwischt worden war. Dies geschah, als XQC während des Twitch Rivals Fall Guys Tournament von GlitchCon beschloss, andere Spieler, die an diesem Battle Royale-Plattformspiel teilnahmen, ins Visier zu nehmen. Er wählte sie per Stream-Sniping aus und sabotierte dann ihre Versuche. Aber das Schlimmste ist, dass er sich nicht mal die Mühe gemacht hat zu verbergen, dass er die Streams seiner Gegner beobachtet hat. That is with the stream snipe. Who got fed? Wenn er seinen Gegner im Visier hat, kannst du sehen, wie seine Augen während des Spiels zum Stream hin und her huschen, damit er weiß, wann und wo er den Gegner sabotieren kann. I'm gonna put you in emo only mode. This is a bad idea, bro. I don't think he realizes how big of a mistake he's made. Who's that? Look at him all tapping, he's looking! Zum Pech von XQC verstößt Stream Sniping direkt gegen den Verhaltenskodex von Twitch. Er wurde mit einem 6-monatigen Verbot für zukünftige Twitch Rivals Events belegt, musste die GlitchCon-Gewinne einbüßen und wurde für 7 Tage von der Plattform gesperrt. Vielleicht hätte er bei Pokémon bleiben sollen. Kennst du andere Streamer oder Gamer, die live vor der Kamera beim Schummeln erwischt wurden? Lass es mich in den Kommentaren wissen und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen.